Autoaktien. Autoaktien sind billig, Autofirmen verdienen Milliarden in den meisten Fällen, nach wie vor, Dividendenrenditen sind sehr hoch und trotzdem kein Mensch möchte Autoaktien haben. Woran liegt das? Geht es wirklich bergab mit der Autoindustrie, mit der klassischen? Oder sind das übertriebene Sorgen, die wir da haben und das ist für uns als Aktienanleger vielleicht sogar eine Chance, das Ganze? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Der Autosektor ist heute unser Thema. Ich habe ja schon ein paar Beiträge gemacht zu Autoaktien, zu chinesischen Autoaktien oder Elektroautoaktien da auch. Und ich habe mich auch schon geoutet als Autoaktien-Fan. Liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass ich ein Autonarr wäre oder sowas privat. Also wenn Sie mich jetzt fragen würden, wie finden Sie denn den neuen Dreier BMW oder die C-Klasse oder sowas, dann müsste ich Ihnen jetzt sagen, naja, habe ich keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich habe sowas auch nicht, interessiert mich jetzt auch nicht so. Von daher dürfte ich mich zu Autoaktien eigentlich gar nicht äußern hier. Aber wenn ich jetzt schon die ganzen Modelle hier nicht mal kennen. Aber trotzdem für Aktien an der Börse, da maße ich mir jetzt doch noch mal eine Meinung an. Und der Ausgangspunkt von dem Ganzen ist natürlich, dass Autoaktien momentan sehr günstig bewertet sind. Das ist hier mal der Euro Stoxx Automobiles and Parts Index. Als Beispiel, da sind jetzt die europäischen Autoaktien drin und Zulieferer noch, also Pirelli, Continental, Schaeffler und so weiter. Und da sieht man schon, alles, was mit Autos irgendwie zu tun hat, momentan, das mögen die Anleger einfach nicht besonders. Es gibt da auch eine kleine Erholung seit Jahresbeginn, aber im Großen und Ganzen sind wir da immer noch sehr nahe an den 5-Jahrestiefs. Die waren 2014, 2016. Und der Autosektor hat sich damit mittelfristig auch deutlich schlechter entwickelt als der Gesamtmarkt. Und gerade 2018, da war es natürlich auch noch mal besonders schlecht, das Ganze. Das hat Gründe natürlich. Erstens, es ist eine zyklische Industrie und da sind wir gerade ganz klar in einem Abschwung weltweit, und dann gibt es eben noch eine strukturelle Krise möglicherweise. Und fangen wir an mit der zyklischen Krise, die ist unbestritten eigentlich, wie gesagt, weltweit sehr schwierig, Eurozone sowieso, Konjunkturrückgang, Wachstumsrückgang, US-Automarkt ist auch ein bisschen übersättigt und da macht man sich ja auch Konjunktursorgen mittlerweile schon. Dann haben wir das Dieselproblem, dann haben wir die ganzen Handelskonflikte und ganz wichtig der chinesische Automarkt. Und da sieht es gar nicht gut aus momentan. Das kann sich wieder ändern. Chinesischer Automarkt ist der größte der Welt und da sieht es gerade sehr schlecht aus. Autoaktien aus China speziell haben wir ja besprochen und haben wir auch detailliert porträtiert und vorgestellt im Zukunftsmärkte-Report. Können Sie sich da auch anschauen. Melden Sie sich an, umsonst gehen ins Archiv, schauen da einfach mal rein. Ist umsonst, einfach draufgehen auf www.zukunfts-märkte.de. Und diese Woche kommt ein neuer Report raus, habe ich schon erwähnt hier. Barrick Gold and Newmont Mining, ganz anderes Thema. Zwei Goldgiganten, welcher ist besser, welche Aktie ist besser oder soll man die überhaupt kaufen oder es besser lassen? Also anmelden, der Anmelde-Link ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Aber zum Automarkt zurück. Zyklischer Abschwung, also den gibt es definitiv. Und hier können wir mal ein Beispiel sehen, wie sich sowas auswirkt. Das ist die Daimler-Aktie auf 5 Jahre. Umsatz ist gleich geblieben letztes Jahr, aber der Gewinn ist geschrumpft um 30%. Und dieses Jahr wird es wahrscheinlich nochmal eher schlechter als besser. Dividende hat man auch abgesenkt auf 3,65 €. Damit haben wir aber immer noch eine Dividendenrendite von 7%. Und das Konzernergebnis letztes Jahr waren 7,6 Milliarden Euro. Also sie nagen nicht am Hungertuch nach wie vor nicht. Und das KGV geschätzt für 2019 ist bei 6,6. Ist auch nicht teuer.
BMW dann hier, ganz ähnlich. Es ist natürlich auch kein schöner Chart und wir hatten einen Gewinnrückgang im letzten Jahr um 17%. Dividende ist auch gekürzt worden. BMW will jetzt sparen. Dividendenrendite ist bei 5% und das KGV bei 6,8. Und dann hier Volkswagen. Die Aktie war sogar halbwegs stabil letztes Jahr und wir hatten ja den starken Kurseinbruch 2015, Dieselskandal, und jetzt hat man das Gefühl, jetzt kann sie eigentlich nur noch aufwärts gehen, und tatsächlich, der Gewinn ist 2018 sogar leicht gestiegen und Dividendenrendite ist hier jetzt bei 3,5%. Das ist eher unterdurchschnittlich, aber dafür haben wir ein KGV fürs laufende Jahr, KGV-Schätzung, die ist bei unter 5 und das ist schon sehr günstig. Also mit anderen Worten, Gewinne gehen tendenziell zurück, das Marktumfeld ist schlecht und die Charts sehen natürlich auch nicht besonders gut aus. Aber dafür haben wir niedrige Bewertungen und hohe Dividendenrenditen, zumindest zum größten Teil. Und jetzt stellen wir mal die Frage, aber nach dieser strukturellen Krise, die der Sektor ja auch angeblich hat. Also es tut sich viel im Sektor, Elektroautos sind im Kommen, autonomes Fahren, selbstfahrende Autos, da könnte man ja sagen, was für eine Dynamik, die da entsteht. Das Problem ist nur, man sieht die klassischen Autofirmen da eher als Opfer dieser Entwicklungen. Und das stimmt auch insofern, als das Ganze teuer ist. Also man muss ja die Elektroautos auch erstmal entwickeln und die Produktion dafür und die Lieferketten und so weiter. Das kostet alles Geld und beim autonomen Fahren natürlich auch Forschung, Entwicklung, hohe Ausgaben. Dementsprechend gibt es da auch Kooperationen, weil man weiß, man muss da jetzt sehr viel stemmen in Zukunft. Und das Problem ist ja auch bei den neuen Antrieben oder bei den selbstfahrenden Autos. Man weiß ja gar nicht, was ist da dann in ein paar Jahren? Wie geht das weiter? Und kommt das alles überhaupt? Die Frage ist nicht beantwortet. Es gibt natürlich jede Menge Leute, die beantworten das ständig. Die wissen ganz genau, was da als nächstes kommt. Und aus der Ecke hört man dann meistens, naja, die klassischen Autos und klassische Antriebe, das ist alles vorbei. Das ist Schnee von gestern. Die Autofirmen, die haben da alles verschlafen. Und was die machen, braucht in Zukunft keiner mehr, weil die Elektroautos, die kommen dann aus China, und selbstfahrende Autos, das machen Google und Apple, und die Autokonzerne hier, die werden dann degradiert sozusagen. Das sind dann nur noch Hardware-Lieferanten und die Wertschöpfung liegt irgendwo anders, aber nicht mehr in der klassischen Autoindustrie, sondern bei den Batterien und in der Vernetzung und so weiter. Und die Leute, die das sagen, das sind natürlich Journalisten, Analysten oder auch hier auf YouTube und so weiter. Also wenn es danach geht, dann ist es in 10 Jahren so. Da haben wir selber gar keine Autos mehr. Da gibt es dann eben Autopools, die wir nutzen, oder wir steigen ins Robotertaxi und das fährt mit Sonnenstrom und da gucken wir dann Netflix, und mehr wollen wir ja auch gar nicht haben. Das ist so die Vision für den Autosektor, und das ist für die Autohersteller heute natürlich kein tolles Szenario. Aber die Sache ist die, ich persönlich, ich kaufe das nicht so ganz. Vielleicht fehlt mir da die Vorstellungskraft oder ich bin da ein bisschen konservativ auch. Ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass das Elektroauto kommt, dass das stark wächst, und beim selbstfahrenden Auto, da wird sich auch einiges tun, das ist schon klar. Aber was ich mir nicht vorstellen kann, das ist dieser komplette Bedeutungsverlust, den die Autokonzerne, die klassischen Autokonzerne jetzt haben sollen. Also Autos, so wie wir sie heute kennen, die werden sich weiterentwickeln, so war das ja auch immer, aber ich glaube nicht, dass die jetzt plötzlich auf einen Schlag weg sind, die nächsten 4, 5 Jahre sowieso nicht. In der Zeit wird sich wahrscheinlich so gut wie gar nichts ändern, vermute ich mal. Warum ist es denn so? Warum machen wir nicht alle schon Carsharing oder warum haben wir nicht alle schon kleine Elektroautos? Das können wir zum Teil nicht machen, weil die Infrastruktur gar nicht da ist, das Angebot nicht da ist, und es wird noch ein Riesenaufwand, bis das alles mal jemand hingestellt hat, so dass das wirklich eine Alternative wird für uns. Und das Zweite ist,
Wir wollen es ja auch im Großen und Ganzen gar nicht, momentan zumindest. Ich komme mit Carsharing bestimmt mal in die nächste Kneipe, aber ich komme damit nicht an Strand nach Kroatien oder so. Und wenn ich an Weihnachten zur Schwiegermutter fahre, dann will ich da auch nicht am Weihnachtstag 2 Stunden an der Ladesäule stehen. Und das sind eben so immer die Gründe, warum 98% der Leute eben immer noch völlig normale Autos fahren. Das ändert sich wohl auch nicht von heute auf morgen. Ausnahme vielleicht China, aber da ist ein politischer Wille da und den sehe ich hier nicht. Und die Leute fahren ja auch zum Beispiel keine Kleinwagen mit 40 PS momentan alle, was auch vernünftig wäre, aber die Leute haben eben Erwartungen an ihre Autos, die haben Anforderungen, was Leistung betrifft und Technik und Status und Design und so weiter. Das sind Wünsche und diese Wünsche erfüllt die klassische Autoindustrie nach wie vor und das kann sie auch, das hat sie gelernt, damit verdient sie Geld. Und ich glaube nicht darum, dass der Anteil dieser Autoindustrie an der Wertschöpfung da komplett verschwinden wird. Auch nicht beim Auto der Zukunft, wenn das dann irgendwann mal kommen sollte. Es gibt eine unglaubliche Arroganz, eine Arroganz der digitalen Wirtschaft gegenüber der klassischen Industrie. Das war auch schon vor 20 Jahren so. Da, bevor da die Internetbubble dann geplatzt ist, da hat man immer gesagt, Old Economy. Mir ist natürlich schon auch klar, dass Digitalisierung wichtig ist, dass sich das auf alle Bereiche erstreckt, dass sich das durchsetzt. Aber ich glaube nicht, dass Digitalisierung alle anderen Branchen komplett dominieren wird und alles andere entwerten wird dann auch. Bei der Autoindustrie denken momentan viele so, ich glaube das nicht. Zyklischer Abschwung momentan ja, Herausforderungen auch völlig klar, da haben die Aktien ja auch schon reagiert drauf, aber diese These, die da viele vertreten, dass der Autosektor jetzt marginalisiert ist, das will ich erst mal sehen, bevor ich das glaube. Was ich momentan sehe, sind immer noch Milliardengewinne, es sind hohe Dividenden und niedrige Bewertungen. Das ist das, was ich momentan erkennen kann. Ich stehe da auch nicht allein da mit der Meinung, zum Glück. Also es kam gerade eine Studie auch raus von Bank of America, Merrill Lynch, und die sagen auch, Autoaktien sind eine antizyklische Chance momentan. Bewertungen sind auf Rekord, tief im Verhältnis zum Gewinn und die Anleger sind da außerdem stark untergewichtet in dem Sektor und dementsprechend sieht man da Autoaktien jetzt eben wieder positiv und dem würde ich mich momentan anschließen auch. Es ist vielleicht nicht der tollste Sektor, also es ist kein Sektor, wo man super Kursgewinne hat kurzfristig, aber wenn man langfristig denkt, ist es wahrscheinlich nicht schlecht, wenn man ein paar Autoaktien hat oder sich jetzt anschafft. Man kriegt gute Aktien meistens dann zu einem guten Preis, wenn es halt mal gerade nicht so läuft oder wenn das Sentiment nicht so gut ist. Das ist alles meine persönliche Meinung. Ist klar, Aktien sind immer mit einem Risiko verbunden, aber ich denke, Autoaktien momentan, Chance-Risiko-Verhältnis ist relativ gut. So, und jetzt habe ich auf den digitalen Sektor eine Breitseite abgelassen hier. Dafür geht es nächste Woche wieder um einen Internetkonzern, der ist 100 Milliarden Dollar schwer, über 100 Milliarden und trotzdem kennt ihn hier fast keiner und der ist meiner Meinung nach auch unterbewertet. Das bringen wir nächste Woche, wenn Sie es nicht verpassen wollen, anmelden hier, Kanal abonnieren, beim Anmelden Glocke drücken, dann sehen Sie auch gleich, wann ist der neue Beitrag da. Und außerdem, wie gesagt, nicht vergessen, diese Woche beim Report die 2 Goldaktien, Barrick Gold, Newmont Mining, auch anmelden. Link ist hier unter dem Beitrag. Dann hoffe ich, wir sehen uns nächste Woche hier, wenn Sie das wollen. Natürlich, ich wünsche Ihnen bis dahin viel Erfolg bei der Geldanlage, viel Spaß bei der Recherche noch und wie immer natürlich danke fürs Zuschauen.